Weil es hier freundlicher als in Wheatcares zuzugehen schien. Er lacht. Meine Brüder haben das Kaufmannsunternehmen der Familie vor ein paar Jahren übernommen und für mich gab es zu Hause nicht mehr genug zu tun. Also zog ich aus, um das Geschäft zu erweitern. Er zuckt mit den Achseln. Da der Dürrwald eine ehemalige Edirkolonie ist, schien er mir ein guter Standort zu sein. Umso sehr ich den Arbeitsethos der Wheatcarer auch bewundere, so kam sie mir doch stets etwas fanatisch vor. Anscheinend hast du da den Kürzeren gezogen, das ist aber edelmütig von dir. Klingt eigentlich recht vernünftig. Hier draußen gehe ich immer nur einen Tag nach dem anderen an. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Okay, er hat Waffen. Dolch, Rapier, Kurzschwert, Streitflegel, Brigantine, also Rüstung, Gambeson, Lederrüstung, Dietriche. Ja, ich könnte mir hier eine Armbrust kaufen. Weil ich ja Armbrüste eigentlich mehr mag als Bögen. Intellekt plus vergleichen, ja. Nein, ich will dich vergleichen, genau. Armbrust zweihändig, 10 KP Wert. Geschwindigkeit langsam, Reichweite ist gleich, Unterbrechung. Schaden ist dafür für viel höher. Und der Kriegsbogen, Durchschnitt. Auch höherer Schaden, aber nicht ganz so hoch. Hm. Bleiben wir erstmal bei dem Bogen, startausrüstungsmäßig. Schild, Brigantine, Gamboson, Rohrhautrüstung, können wir uns alles noch nicht leisten. Dietriche, mit diesen schlanken Stahlwerkzeugen, ja, kann man Schlösser öffnen. Gut. Das ist Rüstung, das gibt's nicht. Tränke und sonstiges sind Dietriche, okay. Gruppe, Versteck, haben wir nichts. Okay. Dann brauchen wir erstmal nichts von dir. Sondern gehen uns mal umschauen. Kurzer Blick auf die Karte. Da ist Heodan, der ist markiert. Sehr schön. Von den Ruinen hieß es, sollen wir uns fernhalten. Also von den Gebieten da. Was ist, steht da? Der umgestürzte Baum bewegt sich keinen Millimeter. Harztropfen. Ich freue mich nicht gerade darauf, das Ding morgen anzuheben zu versuchen. Also ja, ich hoffe, es ist okay, wenn ich diese Sprechblasen, die so kommen, nicht unbedingt vorlese, sondern einfach die Klappe halte, dass ihr die Synchronstimme hören könnt. Harztropfen ausgezackt gezackten Wund in seinem Stamm. Ist auf jeden Fall cool, wenn die Charaktere immer was dazu zu sagen haben, wenn man die Sachen untersucht. Übrigens habe ich was vergessen. Hier oben gibt es nämlich auch noch was zum Untersuchen, nämlich diese riesigen Steine. Mal sehen, ob sie dazu auch was zu sagen hat. Diese hohen wie Grünglas wirkenden Säulen sehen so aus, als seien sie direkt aus der Erde gewachsen. Das flackernde Feuer lässt Schatten umhertanzen. Okay. Gut. Gucken wir uns mal weiter hier um. Sparfell. Brauchst du mit irgendwas Hilfe? Wenn nicht, gehen wir mal zurück hier. Ah, da wären schon mal, glaube ich, die Bären, oder? Nee. Admets Wirt wurde im Lager hinzugefügt. Achso, die werden dann einfach direkt ins Versteck gebracht. Dieser Pfad windet sich durch eine enge Schlucht zurück zu deinem Ausgangsort. Ja, wir sollten nicht so weit abschweifen. Rinnen im Boden zeugen von der Durchfahrt hunderter Karawanen. Okay, erster Kampf mit einem jungen Wolf. Hm. Auf den können wir mal... Okay, Kampfbeginn. Was kann sie machen? Waffensets? Niederschlagen. Dann versuch mal, den da niederzuschlagen.
Das scheint ja schon mal geklappt zu haben. Waffe unwirksam Fenris. Hm. Ja. Der ist markierte Beute. Und dann schlägst du mal weiter auf den zu. Wie sieht's bei Fenris aus? Der hat nur etwas Ausdauer einstecken müssen. Sie auch nur Ausdauer. Hm? Wolfshaut. Haben wir jetzt beide Wolfshäute eingesammelt? Ja. Ah. Also wahrscheinlich von beiden Gegnern. Das müssen die Bären dann. Frühlingsbeere, genau. Wie ich höre, bist du ein ziemlich guter Jäger. Okay, die Story passt sich auch an. Sag bloß nichts Barfel, sonst wirst. Sag das bloß nichts Barfel, sonst würde dich bis Gold habe schwafeln, um dir weiß zu machen, wie viel besser er ist als du. Eigentlich war ich ein Fischer. Was können wir denn Interessantes sagen? Ich habe eine lange Zeit allein in der Wildnis gelebt. Für meinen Lebensunterhalt machte ich Jagd auf Monster. In meinem Dorf war ich für das Jagen und Sammeln verantwortlich. Monsterjäger klingt gut. Ach ja, und wie bist du hier dann hier gelandet? Wir gingen auf eine gefährliche Jagd. Ich wollte zu viel. Und wir waren nicht bereit dafür. Die meisten anderen sind jetzt tot. Okay, das klingt traurig. Ich habe mein Leben riskiert, dass viele Leute sicher in ihren Betten schlafen können und niemand hat mir jemals auch dafür nur gedankt. Klingt egoistisch. Nehmen wir das hier wahrscheinlich. Eine halbe Ewigkeit spürten wir einem Monster nach. Es so zur Strecke zu bringen, hätte uns berühmt gemacht. Als wir es fanden, war es schon lange eines natürlichen Todes gestorben. Danach gab es für uns keinen Grund zum Verweilen mehr. Manche Dinge liegen einfach nicht in den Sternen und man kann sie sich auch nicht ändern. Da fragt man sich doch, ob uns die Götter nicht absichtlich in manche Situationen manövrieren, um sich anzusehen, wie wir damit umgehen. Kalisha nimmt ihre Umgebung in sich auf. Ist schon viel Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal so war. Aber gefallen hat es mir immer. Fürst Redricks Angebot, es bringt ein Mädchen zum Nachdenken. Das muss ich ihm zugestehen. Und du? Willst du dich hier wie alle anderen niederlassen? Es ist ein Angebot, das man sich nur schwer entgehen lassen kann. Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Ich hatte nicht viel Zeit darüber nachgedacht. Hagrim ist eigentlich kein wirklich sesshafter Mensch, deswegen nur auf der Durchreise. Das ist normalerweise bei der großen Stadt der Fall, die nur ein bisschen weiter die Straße hoch liegt. Wohin bist du unterwegs? Ach, nirgendwo besonders. Ich will dort so viel Zeit und Abstand wie möglich zwischen mich und mein altes Leben bringen. Ich werde weiter zur Stadt ziehen und sehen, wohin mich das bringt. Wahrscheinlich werde ich ein Weilchen herziehen. Irgendwo, wo ich Geld machen kann. Ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes machen werde. Ich werde weiter zur Stadt ziehen und sehen, wohin mich das bringt. Die nächste ist Tutzburg, die Hauptstadt, ein paar Tage weit weg. Wie in jeder anderen Stadt auch, gibt es da ein paar schöne und ein paar nicht so schöne Ecken. Aber nach dem zu schließen, was man so hört, scheint der Duke ein guter Mann zu sein. Egal, ich verschwende hier meine Zeit. Und immer wird mich ganz schön zusammenstauchen lassen, um es aufbrechen. Warum bist du hier? Kalisa seufzt ungleichmäßig, ihre Augen suchen den Boden bei ihren Füßen ab. Vor einer Weile ist meine Schwester hier hinausgezogen. Sie schrieb mir einen Brief und schien besorgt zu sein. Aber so ist sie schließlich immer. Dieses Mal aber bat sie mich, sie aufzusuchen, und das hat mich etwas besorgt. Ich habe sie schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich hatte in Xamitil zu tun. Und dennoch, ich würde alles für sie tun, weil sie... Nun, sie ist eine viel bessere Frau als ich. Deswegen bin ich jetzt hier und wir werden sehen. Ich habe schon früher mit Odema gearbeitet. Normalerweise führt er keine Karawanen auf dieser Route. Er tut es nur mir zuliebe.
Erzähl mir etwas über dich selbst. Oh, ich habe geringe Ansprüche. Ich mag den freien Himmel und weite Horizonte. Ich suche mir immer Arbeit, bei der ich auf diese Weise leben kann. Also eigentlich genau wie Hagrim. Auch meine Familie ist auf Wanderschaft. Wir brachen im Dürrwald auf. Meine Eltern aber zogen schließlich ins Land der Lebenden. Einer meiner Brüder lebt in Rautai, ein anderer in Edir. Meine Schwester in Goldtal ist die einzige echte Stubenhockerin. Was kannst du mir über den Dürrwald sagen? Von der Geschichte habe ich nicht viel Ahnung, aber ich weiß, dass es einst zum Edirreich gehörte. Nach einem Krieg vor ein paar Jahren hat es sich abgespalten. War es nicht 150? Die hiesigen Einheimischen sind ein ziemlich streitsüchtiger Haufen. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden gewesen, aber in letzter Zeit kamen mir seltsame Dinge darüber zu Ohren. Die Leute haben wohl Probleme, Kinder zu gebären, und zwar viele Leute. Das geht jetzt schon seit Jahren so, aber irgendwie wird es immer schlimmer. Mit einem unbehaglichen Zittern in ihrer Stimme fügt sie hinzu. Ich muss meine Schwester genauer darüber befragen. In Ordnung, lass uns zum Lager zurückkehren. Ich an deiner Stelle will mich darauf verlassen, dass Sparfell irgendwann demnächst Wasser bringt. Er macht, was er will und wann er will. Wir sollten ihn zuerst aufsuchen und ein bisschen Vernunft einbläsen. Der Strom ist gleich da unten. Komm schon, lass uns dein Wasser holen. Okay, der erste Kampf war schon mal erfolgreich. Werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Hier waren wir schon überall. Ja, Sparfell hatten wir hier irgendwo gesehen. Vorhin. Der ist hier aber wohl nicht mehr. Mit dem hätten wir nämlich auch noch reden können, glaube ich. Naja, ich dachte, ich rede nachher mit ihm, wenn wir wieder zurück sind. Aber daraus wird wohl nichts. Also schauen wir uns weiter hier um. Verbrannte Dame wurde dem Lager hinzugefügt. Können wir mal kurz ins Lager gucken? Ups. Reagenzien, genau. Verbrannte Dame. Mhm. Okay, wir hätten auf jeden Fall schon mal Wolfspelze, die wir verkaufen könnten. Da ist schon mal der Fluss. Das sieht aus, als ob es mal eine Brücke war. Das sieht wie eine Brücke aus. Da wäre gerade ein Reh gewesen. Das ist uns allerdings weggelaufen. Oh. Vorsicht, vielleicht Reisen oder Plünderer oder Banditen. Wie man es auch nimmt, ein schlechtes Zeichen. Okay. Die Leiche ist kalt und sondert einen weißen Geruch. Der Feuer ist ab. Ein dunkler, verkrusteter Blutfleck prangt auf der einfachen Leinenkleidung. Okay, du hast was dabei. Eine Lederrüstung und einen Dietrich. Ach, machen wir einfach mal alles nehmen. Gucken uns die Lederrüstung an. Erholungsgeschwindigkeit, aber eine höhere. Hieb und Korrodierung. Über Stich, Gefrieren und Korrodierung. Ach, warum nicht? Sieht schon mal ein bisschen besser aus als unsere Wildlingsklamotte. Okay. Hier oben waren wir hier schon. Ja, das ist die andere Seite. Okay, für die Scrollgeschwindigkeit etwas langsam. Kann ich die 1 erhöhen? Und die Tooltip-Verzögerung, die setze ich auf 0,2. So. Gut. Went hunting. At least you left the water skins. Come on. Okay, Sparfell ist jagen gegangen, einfach mal so. Gucken wir uns aber erstmal hier näher um und sammeln dann die Water Skins ein.
Du kauerst am Flussufer und tauchst deinen Wasserschlauch ins kühle Wasser, während Cecilia in der Nähe wartet und wach hält. Als du aufstehst, bemerkst du, wie sie ihren Blick scharf zur Baumlinie hochreißt. Aus den Bäumen tritt Sparfell hervor, einer der Speer. Im dämmerigen Mondlicht ist er kaum zu erkennen. Er ist nicht mehr mit seinem Bogen bewaffnet und sein Gang hat etwas merkwürdig an sich. Er kommt nicht mehr gewandten Schrittes auf dich zu, sondern schwer atmet und verkrampft taumelt. Are you all right? Kalisha runzelt die Stirn. Sparfell, bist du in Ordnung? Sparfell bleibt mit der Fußspitze an einem Felsen hängen, worauf er vornüber zusammenbricht. Zwischen seinen Schulternblättern ragt ein gefiederter Pfeilschaft wie eine feindliche Fahne heraus.